Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mad Max. So, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen Schrott sammeln, damit wir uns auch mal ein bisschen aufwerten können. Gerade das Fahrzeug. Wird ja alles ein bisschen teuer und so. Deswegen müssen wir jetzt mal so ein bisschen hier durch die Gegend düsen. If you're looking to gain the favor of the gods, you can always do a death run. The Krondazzle's not far. Okay. His rubber is naked. Sein Gummi ist nackt. Gut. Gucken wir mal. Sag mal. Na, das Falsche. Jetzt. Tschüss. Natürlich siegen wir. So. Ja, jetzt auf jeden Fall ein bisschen Schrott sammeln, ein paar Vogelscheuchen schon mal wegmachen. Komme ich hier nicht hoch? Okay, ich komme hier nicht hoch, aber da hinten ist gelb. Gibt's einen anderen Weg? Einen, der nach unten führt? Ja, scheinbar hier. Oder? Nö. Nö. Soll ich denn da raufkommen? Max ist ja halt kein guter Hopser. Ach, hier ist eine Leiter. Ah, ja, okay. Gefunden. Für einmal Schrott gehen wir jetzt darunter. Na gut. Da haben wir auch gleich das einmal Schrott. Wunderbar. Haben wir. Das heißt, ich schnapp mir gleich den nächsten. Und wir wollen runter bis zu einer Todesfahrt. Damit wir mit der Todesfahrt dann wieder zurückkommen. Die Vogelscheuche sehe ich da hinten ja schon. Jetzt nur die Frage, wie kommen wir da am besten ran? Ja, kommen wir schon ran? Nicht so wirklich. Jetzt aber. Mal jetzt einfach nur zurückfallen lassen und weg mit der Vogelscheuche. So, da haben wir gleich den nächsten. Wir müssen ja hier mal ein bisschen sauber machen. Von Staub zu Staub. Na gut, hier sind einige sind ein bisschen schwierig zu erreichen, denke ich mal, ne? Aber gucken wir mal. Das war nicht oben drauf, das scheint unten irgendwie zu sein. Jetzt bin ich ziemlich weit unten. Das war nicht so geplant. Na komm, fahr mal rum hier. Wir wollen doch nur den Schrott hier haben. Klopf, klopf. Ah, da ist er ja schon. Essen gibt's auch gleich for free. Burnt to ashes. Nur einmal Schrott. Na gut. Was man nicht alles für ein bisschen Schrott tut hier. So, gleich aufheben. Ah, das war der Bonus, ist eigentlich relativ gut. So, können wir gleich zum nächsten rübergehen. Also ich wollte jetzt hier unten bis zu der Todesfahrt runter. Das heißt, ich würde sagen, der ist der nächste. Da müssen wir auch mal Motor und so weiter auch mal ein bisschen verbessern. Mal wieder auf die Straße kommen. Dann können wir gleich mal ein Stück Gas geben hier. Ah, jetzt wird das ganze Schrottgesammel losgehen. Weil wir brauchen alleine auch noch... Erwischt. Ha, vergiss es. Ach, du bist ein Bombenfahrzeug. Moment. Du brauchst ja nicht viel machen. Da brauchte ich ja nicht viel machen. Hat sich ja selbst in die Luft gesprengt. Nett, dass er uns ein bisschen Schrott da lässt. So, jetzt müssen wir hier gucken, dass wir hier irgendwo... Ah, da vorne. Mal einfach mal reinrupsen hier.
So, du kümmerst dich um den Wagen, der keine Beschädigung hat. Okay. So, da liegt Schrott. Einmal Schrottlicht hier noch irgendwo. Ah, hier. Neben dem Wagen. Gut. Ja, ein bisschen sammeln wird viel Arbeit. So, dann nehmen wir den hier jetzt gleich mit aus. Damit wir den nächsten haben. Jetzt wieder einsteigen hier. Naja, komm. Da vorne müsste irgendwo die Straße wieder sein. Und dann geben wir gleich mal Gas hier, dass wir zum nächsten rüberkommen. Level haben wir ja jetzt nicht allzu viele übrig. So, wo soll denn das hier jetzt sein? Haben wir jetzt nicht hier unten irgendwo. Oben war überhaupt nichts zu sehen und hier ist auch nichts zu sehen. Soll nicht sein. Ah, da oben. Aber wie komme ich da oben rein? Oder? Nee. Aber hier mal außen rum. Ah, da ist eine Höhle. Hab's gefunden. Hier geht's in eine Höhle rein. Got it. Got it. You shoot the flare and Chum Bucket comes to the rescue. Yes. So, was haben wir denn hier? Einmal Schrott. Ja gut, nehmen wir einmal Schrott mit. Die Leiche brauchen wir jetzt nicht, die Maden rausessen. Glück nicht. Aber wenn man nichts hat, ne? So, dann nehmen wir den mit und zum Schluss den Lilanen. Einmal rum hier. Und jetzt einfach nur noch Gas geben. Ja, da oben, wo es qualmt, müsste es sein, ne? Qualm ist immer ein gutes Anzeichen. So, die Frage, kommen wir hier auch irgendwie rum? Eindringling. Das hast du jetzt schon. Ne, das ist ja mal wieder schön fies. Alter. Come here. Not the best you can do. Ich komm doch schon. Muss man vorsichtig sein. Come and get it. Ja, und? Bums. Oh. Schon umgekippt. So, du auch nochmal? Na komm. Keine Lust mehr? Hätte ich auch nicht mehr. So, dann können wir hier einmal Beute mitnehmen. Wir haben hier insgesamt zweimal Schrott. Drüben liegt nochmal Beute. Na, sieht man auch beides eigentlich ganz gut. So, hier haben wir nochmal ein bisschen Schrott. Na, wunderbar. Gut, ist das hier auch fertig und erledigt? Jetzt muss ich nur vorsichtig sein, dass ich jetzt hier nicht durch sämtliche Bärenfallen einmal durchlaufe. So. Aber knapp, aber gekonnt. So, jetzt schnappen wir uns die da. Weil ich glaube, wenn wir jetzt von hier aus direkt da rauffahren, dann dürfte es doch vielleicht hinhauen, oder? Sei denn, die sind unterirdisch irgendwo. Na komm. Steinchen, lasst mich durch. Ja, wir sind schon hier richtig. Oder? Zerstöre das Butzerversteck, um den Anstieg ihrer Angriffe zu mindern. Ja, aber wo ist denn das Versteck?
Irgendwo hier unter Stein oder was? Irgendwo muss es ja reingehen. Irgendwo muss es ja reingehen. Hier vielleicht? Können wir hier schon mal aussteigen? Ne, hier war das mit dem Salpeter. Ich sehe aber nicht, wo hier irgendwo eine Planke auf dem Boden ist. Man sich hier irgendwie beiseite schieben kann, damit man da runtergehen könnte. Ich sehe prinzipiell hier nirgendwo einen Eingang oder so. Na, verscheuche hier nur ein bisschen die Krähen. Ah, jetzt. Oh, ey, das ist. Das sieht hier alles so aus, aber jetzt habe ich es gefunden. So, jetzt seid ihr fällig, meine Freunde. Hallo? Machen wir wenigstens Taschenlampe an. Ja, na, da war ich ein bisschen schneller. Tut mir leid. So. Vergiss es. Schöner Dropkick. So. Ich würde sagen, keine Angriffe mehr, ne? Können wir hier wieder raus? Oder haben wir noch irgendwas hier? Nö. Versteck aufgelöst. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt so langsam zur Todesfahrt kommen. Oder haben wir hier noch irgendwas in der Nähe? Nö. Heißt jetzt nur noch die Todesfahrt. Okay. Na denn. Da unten ist ein bisschen was in die Luft geflogen, so wie es aussah. So, jetzt aber erstmal wieder hier auf die Strecke. Weil zu der Todesfahrt wollen wir jetzt hier. Na gut, einmal abbremsen. Und dann gucken wir mal. The Guardian stands ready to honk and holler. The road pines for you, wild-eyed stranger. Will you rev and roar and spin the great wheel once more? I believe you will. Mhm. Ja gut, dann gucken wir doch mal. Ja, nehmen wir erstmal das erste. Wir müssen ja sowieso Todesfahrten eigentlich zweimal machen. Ich mach's ja jetzt momentan eigentlich immer nur einmal, damit wir den Schnellreisepunkt haben. Oh, das sieht schon wieder ganz gefährlich aus nach. Mein Auto explodiert bei der ersten Berührung. Oh, ich bin recht flink. Na, immerhin schon mal was. So. Komm und zack, den nächsten. Überleg's ja. Jetzt werde ich dich auch noch in Schrott verwandeln. Ist der letzte. Na komm. Ah, kommt ein bisschen zu nah. Oh. Na warte. Jetzt reicht's. Ich hab dich gewarnt. Nee, ich hab dich gewarnt. Na? So.
Naja, jetzt erster ins Ziel zu kommen, dürfte ja jetzt nicht das Problem werden. So. Naja, Sieger. Gut. Neues Fahrzeug. Dann können wir hier gleich einmal kurz, wenn wir sowieso hier sind, einmal kurz hier halten. Und unsere Munition und alles auffüllen. So, dann könnten wir doch jetzt nochmal... Wir haben ja jetzt eigentlich jede Todesfahrt nur ein einziges Mal gemacht. Na komm, dann gucken wir hier nochmal nach. Dass wir jetzt mal langsam auch die Todesfahrten alle mal doppelt machen. Weil das erste Fahrzeug haben wir ja. Eigentlich ging es mir ja immer nur um die Schnellreise. Aber so kriegen wir auch mal die Fahrzeuge zusammen. Okay. Dann einmal das hier. Also die Strecke ging jetzt eigentlich. So. Nummer 1. Nummer 2. Oh. Da habe ich mich selbst rauskatapultiert hier. Na komm. Müssen wir mal Gas geben hier. Gut, hier haben wir aber gut Vorsprung. Aber die hole ich mir noch. Hier kommt der weiße Hai. Jetzt fährt der eine woanders lang, na gut. Er dreht auch ein bisschen ab. Oh, der nimmt aber einen komplett anderen Weg, wa? Na gut. Solange ich da nicht rankomme, ich will lieber auf der roten Linie bleiben. Oh, Gas geben jetzt. Der ist ja richtig weit vorne. Der ist ja richtig weit vorne. Das war der Schlenki. Der mir das versaut hat. Verdammt. Okay, das war der Anfang, Schlenki. Das heißt, das müssen wir nochmal wiederholen. So. So, und für dich. Ey, warum hat er jetzt nicht geschossen? Egal, jetzt muss ich Gas geben. Sonst fähig ich die anderen zwei hier vorne wieder. Das wollen wir ja auch nicht. So. Ja, komm nicht ganz ran. Ah, komm jetzt gar nicht mehr ran. Na gut, sobald er mich jetzt überholt, ich bin Erster. Gut, konzentriert bleiben. Gleich kommt Kurve. Ah, der andere fährt irgendwo anders lang. Sieht so aus, als wenn er abkürzt. Ah, der kürzt ein bisschen zu weit nach außen ab. Ich glaube, der ist jetzt raus. Na gut, soll mich ja nicht stören. Wir sind ja Erster. Müssen jetzt nur noch einmal hier da vorne ins Ziel fahren.
was wir schon da haben. Na also. So, wunderbar. Legendär. Gab nämlich gleich nochmal einen Stufenaufstieg und ein neues Fahrzeug der Sammlung. Na, komm schon. Es würde mich aber interessieren, wir hatten da ja eigentlich noch einen dritten. Reise ich da jetzt noch einmal hin? Ob der denn auch zählt oder ob wir... Na, das ist ja eigentlich denn der Erzengel, den wir dann aufbauen müssen, ne? There, a legend in the making. Ready to dip and rip and dust the fool who'd bet against such a monster. Okay, beschaffe alle notwendigen Verbesserungen in der Werkstatt, um dieses Fahrzeug deiner Fahrzeugsammlung hinzuzufügen und die Todesfahrt damit freizuschalten. Naja, gut. Also, Bestzeit 1:22. Zeichen haben wir gekriegt. Na gut. Ne, ist okay. Und nochmal Schrott. Na, jetzt läuft's doch langsam mit dem Schrott. Na gut, dann gucken wir nochmal, dass wir ein bisschen... Oh, wir können ja schon wieder was Neues kaufen. Na gut, dann machen wir erstmal Max fertig. Hier, was kriegen wir nochmal? Parade um 50%. Den Schaden von Kontern und Entwaffnung um 50%. Wunderbar, nehmen wir mit. Hier haben wir jetzt auch nochmal was freigeschaltet. Mit Bandana, okay. Ja, gut, haben wir mal ein 3-Tage-Bart. Ist, denke ich mal, nicht so wild. Aber wir wollen ja hier eigentlich auch erstmal ein bisschen was mit reinmachen. So, Gewicht schwer. Angriff, er geht aber richtig hoch. Erhöht die Rammkraft um 65%, verringert den Schaden durch frontale Zusammenstöße um 20%. Na denn... ja, jetzt ist er doch langsam richtig schön gefährlich aus. Aber man erkennt die Kühlerfigur nicht mehr. Na gut, jetzt ist schon wieder alle. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle aber erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.